Heute besuche ich die Anna Benzing und das sind ihre CDs, die sie alle geschrieben hat. Und jetzt schaue ich mal, ob ich ein Autogramm vielleicht bekomme. Siehst du, und da siehst du schon, wie man bei Azur auf die Ideen kommt zu Geschichten. Der ist so neugierig. Ja, und das hat ein neues Mädchen. So. Oh, Azuro wird sehr gerne geputzt. Echt? Das ist ja. Toll. Schön aussieht, schöne gepflegte Hufe hat, damit die schön weich bleiben. Was ist der Azuro eigentlich für eine Rasse? Der Azuro ist ein Bayer. Der ist der Sohn von Asti Spumante, von dem berühmten Springpferd. Und das ist ja auch in einer der Geschichten, da ist der Azuro ja der Sohn von einem berühmten Rennpferd. In Wahrheit ist der Azuro der Sohn eines sehr berühmten Springpferds, das für Deutschland bei der Europameisterschaft gestartet ist. Cool. Ja, deswegen kann er auch so gut springen, ne, Azuro? Jetzt machen wir noch dem Azuro seinen Kopf, das mag er besonders gerne. Hier vorne und an den Ohren, das mag er sehr gerne. Genau, schau. Dann legt er seinen Kopf so auf deine Schulter. Ich mach dir das. Ja. Komm her, Matze, vielleicht weiß ich nicht mehr. Macht er bei mir zumindest immer. Ja, und die Ohren ein bisschen bürsten. Oh, ja. Ja, vor allem die Innenseite der Ohren. Das mag er. Ja, total gerne. Das findet er super. Wie bist du auf die Idee gekommen, Geschichten zu schreiben? Also, wie habe ich denn die Geschichte? Matze, erinnerst du dich daran? Der Arzt ist sehr verschwiegen, der erzählt das nicht. Nee, das war so, ich habe schon immer sehr super gerne Geschichten erzählt. Schon in der Schule habe ich mal gerne Aufsätze geschrieben. Und dann habe ich mir ein Pferd gekauft. Und dann bin ich mit dem Pferd, mit diesem Tier, immer ausreiten gegangen. Und dann haben wir immer so viele lustige Dinge erlebt, dass ich dann beschlossen habe, das Ganze mal aufzuschreiben. Ist der Azuro eigentlich so wie alle anderen Pferde oder ist der auch was Besonderes? Für mich ist er natürlich was ganz Besonderes. Na, guck ihn dir an. Er ist nicht nur eines der schönsten Pferde. Er ist auch ein sehr gutmütiges Pferd. Er ist ein sehr intelligentes Pferd. Und ich finde, ein sehr humorvolles Pferd. Weil wenn wir manchmal rausgehen und so, dann macht er eine Menge Unsinn. Und wenn wir ins Gelände gehen, dann hat er manchmal wilde Ideen, dann quietscht er und rennt los und buckelt. Oder hier drinnen, dann stupst er mich einfach an oder er nimmt so eine Bürste und feuert sie den ganzen Gang lang. Also er hat schon immer so seine eigenen Ideen, er hat schon seinen eigenen Kopf. Das ist auch, was ich an ihm sehr mag. Auf der anderen Seite ist er wie in den Geschichten sehr, sehr nervenstark. Der rettet ja Kati immer. Mhm. Ja. Und das stimmt schon so ein bisschen, das ist bei mir auch so. Ja, du bist der Retter. Shannon, du wolltest doch ein Autogramm haben. Du kriegst natürlich kein Autogramm von mir, sondern vom eigentlichen Star. Sehr schön. So, 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 so. Und jetzt? Okay. Ja! Danke, Ärzte! Sehr gut. Sag ich mal. Ich habe ein Autogramm von Azuro bekommen und der Besuch war echt klasse.